Hi, da die meisten elektronischen Rechner bei den Prüfungen für Luftfahrer nicht zugelassen sind, möchte ich euch hier zwei, drei Helferlein vorstellen, mit denen ihr den Kurs aus der Karte ablesen könnt. Wir fangen an mit dem Klassiker. Ich habe hier mit dem Kurzdreieck, ich habe hier schon mal eine Linie eingezogen. Wir fliegen direkt von Chemnitz nach Gera und von Gera anschließend zum Flugplatz Auerbach. Wie gehen wir hierbei vor? Hier eingezeichnet in der Karte seht ihr einen Meridian. Ihr sucht euch auf der Strecke den Mittelmeridian heraus, legt das Dreieck mit dem Nullpunkt an den Meridian an und könnt dann hier unten den jeweiligen Kurs ablesen. In diesem Fall wäre es von Chemnitz nach Gera ein Kurs von 293 Grad zu fliegen, um hier anzukommen. Wie sieht es aber aus, wenn ihr dann von Gera nach Auerbach fliegen wollt? Hier finde ich auf der Strecke keinen Mittelmeridian. Hierzu solltet ihr dann ein Lineal verwenden. Also wir gehen wieder wie folgt vor. Wir legen die Hypotenuse an die Strecke an. Flugplatzbezugspunkt zum Flugplatzbezugspunkt. Jetzt nutze ich ein Lineal oder ähnliches, um das Dreieck parallel zum nächsten Meridian zu verschieben. Hier liegt wieder der Nullpunkt am Meridian an. Und jetzt kann ich hier unten einen Kurs ablesen von 335, 36, 37, 338 Grad. Allerdings muss ich den Gegenkurs nehmen. In diesem Fall wäre das dann ein Kurs von 158 Grad. Viel einfacher läuft das natürlich, wenn man nicht das Kursdreieck verwenden möchte, indem man einfach eine Kursrose verwendet. Diese Kursrose hat hier einmal die Nordausrichtung. Diese sollte man deckungsgleich machen mit dem Meridianen. Ihr könnt diese Kursrose irgendwo anlegen mit dem Zentrierpunkt auf der Linie. Achtet darauf, dass diese Hilfslinien parallel sind mit dem Meridian und dann könnt ihr direkt an der Kursrose den jeweiligen Kurs ablesen. Ihr habt hier auch nicht mehr die Problematik, dass wenn ich hier diese letzte Teilstrecke verwende, dass ihr diese Kursrose irgendwo verschieben müsst. Ihr könnt wieder den Bezugspunkt hier, den Mittelpunkt, auf die Linie anlegen und lest hier unten direkt die jeweiligen Kurse ab. Das ist zulässig bei den Landesluftfahrtbehörden bzw. beim LBA und somit könnt ihr locker eure Prüfungen bestehen und eure Kurse ausrechnen. Viel Spaß beim Üben!